Hallo, heute will ich euch mal zeigen, wo eigentlich diese tollen Pins herkommen, die manchmal angeboten werden. Wie ihr da rankommt, wie ihr seht, ist da ein bisschen Gold drauf. Bei denen hier deutlich mehr. Das sind sogenannte Vollvergoldete. Okay, wenn ihr ein Mainboard habt, dann funktioniert das meistens so. Ihr nehmt den Speichersockel, zieht den hin und her und letztlich nach oben. So. Den auch noch her. Im Idealfall klappt das auf einmal. Das hier sind die Pins, die ihr hier gesehen habt. Bei diesen Sockeln ist es ein bisschen schwieriger. Ihr nehmt eine Zange, schafft euch ein bisschen Platz und dann bewegt ihr den Sockel hin und her. Auch hier im Idealfall geht das auf einmal. So, und jetzt habt ihr diese Sockel hier. Wie wir die rausbekommen, sprechen wir gleich drüber. Diese Pins meine ich. Ja, PCI-Slots genauso. Einfach hin und her bewegen mit so einer Zange. Und innerhalb von, naja, 5 Minuten habt ihr fast allen Kunststoff weg. Und den. Okay. Das war's. Und nachher zeige ich euch, wie man die Kontakte rausholt.